einfach. Oh mein Gott, ich mache jetzt ein Instagram-Foto und lade es direkt hoch und. Oh mein Gott, ist so süß. Hallo, meine Liebe. Ja, ich bin noch in voller Montur. Ich bin gerade von der Schule gekommen, also wirklich gerade rein. Ranzen in die Ecke und Fenster auf. Und Kamera an. Ja, ich dachte mir, ich vlogge heute mal wieder, weil ich einfach total Lust dazu habe. Katze möchte gerne rein. Lisi, ich bin drin, du bist draußen, ne? Ja, und irgendwie brauche ich gerade gute Laune. Durchs Vloggen bekomme ich immer gute Laune, weil der Tag heute war echt richtig scheiße und ich habe richtig scheiße Laune, aber ich werde mich das mal ausziehen und dann werden wir mal schauen, was hier so abgeht. Keiner da schon mal. Ich muss meine Schuhe noch ausziehen. Love it. Ha. Ich liebe wirklich meine Schuhe. Ich liebe Nikes. Jetzt habe ich die Nike Flex, finde ich ganz, ganz toll. So, was steht heute auf dem Plan? Ja, heute müssen wir, muss ich gleich auf jeden Fall was für die Schule machen, darf auf jeden Fall essen gleich erstmal. Und dann geht es heute an Baby-Kleiderschrank aussortieren. Oh, es ist kalt. Es ist kalt. Ich glaube, es fällt so wieder zu, aber ich brauche ein bisschen frische Luft. Ja, Baby-Kleiderschrank wird aussortiert, weil wir am 19. März, ist es bald, einen Flohmarkt machen hier bei uns im Dorf. Und da verkaufe ich ganz, ganz viel. Wer möchte, kann gerne vorbeischauen. Ja, dann glaube ich, also Schule, dann wird der Kleiderschrank von den Kleinen ausgeräumt, ausgemistet und dann schaue ich mal, ich dachte, ich gehe nachher auf jeden Fall nochmal spazieren, weil es echt tolles Wetter und ja, Lisi, was ist denn los? Jo, Mau. Mir steht hier auch noch von gestern so total eingepackt, weil gestern Abend waren wir erst um 9:30 irgendwie zu Hause und ja, ist mir jetzt noch komplett eingepackt. Lennart ist bei meiner Schwester, ist leer hier. Und ja, eigentlich wollte ich heute auch noch shoppen gehen. Aber Kimi hatte keine Zeit und dachte ich mir, nee, für ein Teil, was ich brauche, fahre ich jetzt nicht so los. Das ist meine und da räume ich hier auf jeden Fall alles auf und das ist auf jeden Fall auch, das ist der Chaos pur. Unmöglich ist, meine Klamotten hier wegräumen. Meine Mutter legt meine frisch gewaschenen Sachen immer darauf und dann kann ich das mal weg. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was für nachher habe zum Anziehen. Aber ja, ich suche mal mein Stativ. Ich habe es gefunden, hier, damit ich gleich weiter mit euch machen kann. Und ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal und mache das kurz für die Schule fertig. Und dann melden wir uns. Ich glaube aber, ich packe Mel noch kurz aus, um Kimi eine Freude zu machen, weil dir meldet was ganz, ganz Tolles an. Mausi. Sie ist so süß. So. Könnt ihr mal schauen. Also sie ist echt richtig, richtig süß. Sie hat aber total das Jungs-Outfit an, aber sie ist überall drin richtig, richtig süß. So. Und da sieht Kimi bestimmt auch schon, was die kleine Maus anhat. Ich liebe diesen Body. Der ist so wunderschön. Schaut ihn euch mal an. Er ist so wunderschön. Der steht ihr so gut. Ja. Ganz baby-like, so richtig kuschelige, dicke Socken. Richtig schöne Hose hat sie an. Ja, so sieht mein kleines Babymädchen aus. Und ich glaube, das Outfit lassen wir das. Kann sie ruhig noch ein bisschen anbehalten. Ich finde das so schön. So. Zack. Ich muss gleich auf jeden Fall noch ein paar Sachen bestellen. Nämlich neue Magneten auf jeden Fall. Für die Mel. Mel braucht stärkere als meine Jungs.
Lennox eigentlich auch, deswegen fand ich schon da mal raus. Und ja, deswegen wollte ich noch ein paar Magneten bestellen. Dann wollte ich noch etwas für Felix bestellen. Und eine neue Handyhülle für mich. Und eventuell eine neue Kamera. Aber ich habe so viel vor. Ich möchte mir auch einen Naked Tonic Pulli kaufen. Und ich möchte so viel Geld ausgeben, aber ich habe es nicht. Also ich habe es ja, aber ich möchte für den Führerschein sparen. Deswegen habe ich es nicht. Ja, weil mein Kleiderschrank ist auch schon voll mit den Kleinen. Unsere Sauna ist voll mit den Sachen von den Kleinen. Und oh, stimmt, zur Post muss ich halt auch noch. Der Kinderwagen muss weggebracht werden. Dann mache ich das, glaube ich, gleich mal zuerst. Die Adresse auch aufschreiben. Dann drücke ich das nämlich her meinem Vater in die Hand und er kann das machen. Aber der ist ja gar nicht da gerade. Mir tut mein Zeh gerade wieder weh, deswegen kann ich euch noch was erzählen. Ich muss vielleicht operiert werden. Und ich möchte das nicht. Was Videos angeht, werde ich auch gleich noch schneiden, weil ich habe noch, glaube ich, 4 Vlogs oder 3 Vlogs zu schneiden. Und ich liebe es ja, Vlogs zu schneiden. Wenn ich Videos schneide, dann am liebsten Vlogs. Und hier liegt mein ganzes Stillkissen. Das heißt, ich tue da süße Mail jetzt rein. Dann können sie mir ein bisschen zugucken. Beim Machen hier. Diese kleine Schnecke. Oh, sie ist so süß. Sie ist so unglaublich süß. Ich verstehe nicht, wie ein Baby oder wie. Es ist ja wirklich nur eine Puppe. Ich verstehe es manchmal selber nicht, aber manchmal, gerade an Tagen wie heute, wo ich einfach schon aus der Schule komme und denke, was ein Scheißtag, einfach nur schlafen. Genau an solchen Tagen ist es einfach total toll, sowas zu Hause zu haben, finde ich. Und ja, deswegen, die helfen mir auch total an solchen Tagen. Und dieser Anblick ist doch echt unglaublich, oder? Schaut euch das mal an. Dieser Anblick ist einfach. Oh mein Gott, ich mache jetzt ein Instagram-Foto und lade es direkt hoch und oh mein Gott, das ist so süß. Mit Stativ ist es ganz schön viel einfacher, ich liebe meinen Stativ. Ja, ich würde sagen, ich lege los, obwohl ich gerade so Lust habe, euch voll zu labern. Ich rede total gerne heute. Ja, aber ich mache jetzt erstmal hier ein paar Sachen zu Ende. Fernseher erstmal an. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so eine Person seid, die immer was im Hintergrund braucht. Entweder ich höre Musik, wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel Videos schneiden oder so, oder ich gucke Fernsehen. Obwohl ich gar kein Fernsehen gucke, ich brauche nur dieses Geräusch im Hintergrund. Ich finde das irgendwie total entspannend. Weiß ich nicht. Ich mag es auf jeden Fall. Ich muss auch meine ganzen Bücher hier aussehen und allgemein dieses ganze Regal hier muss aufgeräumt werden. Alles sicher hier zum Schlafen gleich. Ja, eine Seite lasse ich noch auf, aber nee, können wir auch nicht tun. So. Die Mel liegt übrigens immer noch hier. Einfach weil ich die ganze Zeit in meinem Bett lag und noch nichts gemacht habe. Und so, kurz mein Haar. Okay. Jetzt räumen wir hier auf. Aber erstmal werden wir den Kleiderschrank aussortieren von dem kleinen Hund. Ich weiß auch nicht, gar nicht. So. Nämlich unten ist ja der Kleiderschrank von den Kleinen. Und ich muss wirklich aussortieren, was Babykleidung angeht, weil ich einfach so viel habe. Es ist fast unglaublich, wie viel ich habe. Ja, was sollen wir jetzt machen? Und es wird so schwer, sich gleich von irgendwas zu trennen. Ich sag's euch, es ist immer so. So schwer. Irgendwas stehen zu lassen. So. Ihr seht schon mal, es ist proppevoll. So, und ich sehe schon einen Teil, was auf jeden Fall geht, nämlich dieser Schlafanzug hier. Übrigens, falls ihr Interesse an irgendwelchen Babyklamotten habt, ich habe einen Mami-Kreisel-Account. Den verlinke ich euch gerne mal in der Infobox, dann könnt ihr da einfach mal vorbeischauen. Den finde ich leider immer noch so schön, den lassen wir. Den finden wir auch total schön. Obwohl er das noch nie anhatte.
Wollen wir den verkaufen? Ja, verkaufen den. Der hier bleibt aber, der ist ganz toll. Der hier hatte auch noch nie irgendjemand an. Aber er ist irgendwie total toll und ich liebe ihn. Deswegen behalten wir ihn noch erstmal. Dann kann der hier mit der Feuerwehr auch weg, denn den mag ich auch nicht mehr so gerne. Das Set hier behalten wir, weil es einer meiner ersten war. Der hier kommt auch weg, aber da wir den auch nie anhaben. Und der hier bleibt auch so. Dann haben wir schon mal die Schlafanzüge durch und sind da doch schon mal ganz gut durchgekommen. Haben schon einige entfernt. Das ist doch schon mal super. Und den Hosen weiter, das ist ein H&M-Set, das bleibt also. Noch ein H&M-Set, was bleibt. Unsere coole Jogginghose, die bleibt auch für den Sommer jetzt. Diese Hose hier finde ich auch total toll, hat aber noch keine an. Aber ich finde sie total toll und irgendwie kann man sie, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Das ist doch sowieso eine tolle Hose, die bleibt auch. Das hier gehört zu einem Set, das weiß ich noch nicht, das muss ich nachher mal raussuchen. Die Hose hier bleibt auch für Lennox, das Set bleibt auch. Diese Hose bleibt auch, die ist richtig cool. Diese Hose, die Selbstkrieg bleibt auch, dieser Jogginganzug bleibt auch, dieses H&M-Set bleibt auch, genauso wie dieses. Bei diesem Set hier, das verkaufe ich wieder, das habe ich auch gerade erst neu, aber ich mag es einfach nicht. Diese Hose ist der Hammer, die bleibt auf jeden Fall. Und diese Hose auch. Ich glaube, ich tue die beiden hier auch weg. Ja, die habe ich einfach so selten. Schaffen wir Platz für Neues, ne? Das hier bleibt. Die finde ich auch total klasse, aber irgendwie steht sie keinem. Deswegen kommt sie auch weg. So. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So, haben wir schon von ein paar Hosen getrennt. Jetzt weiter mit den Bodies, da haben wir schon auch einiges auszusortieren. Ein H&M-Set bleibt, der bleibt auch, weil der Lennox so gut, Jaden so gut steht. Der auch. Der ist auch gerade erst neu, der bleibt auch. Auch gerade erst neu bleibt, Wickelbodies von H&M bleiben auch immer. Oh, hier sind noch Schlafanzüge. Der bleibt auch. Ein H&M-Set und ein Isle of Dead von Lennox bleibt auch. Dann, oh Gott, ein normalen Little Body, ein H&M-Set. Dann der Body zu dem Dings. Ein Little Body, obwohl der, glaube ich, wegkommt, weil der so einen blöden Schnitt hat. Ja, der kommt jetzt einfach weg. Der kommt jetzt auch weg. Das sind so Schrankleichen, die man eigentlich nicht gehen lassen kann, aber irgendwie sind sie dann doch immer im Weg und ja. So, meine Lieben, wie ihr gerade gesehen habt, lasse ich mir gerade ein Bad ein und deswegen würde ich den Vlog jetzt hier beenden, weil ich baden gehen möchte jetzt. Ich habe gerade hier soweit die ganzen Klamotten weggeräumt. Ja, es ist noch vollgemüllt, aber das sind noch meine Schulsachen, Felix Geschenke, Schulsachen, Sachen, die in meinen anderen Kleiderschrank müssen von den Kleinen. Das muss auch noch in meinen anderen Kleiderschrank. Das ist nur noch Müll. Das heißt, hier habe ich schon mal alles weggeräumt. Hier ist auch alles sauber. Klamotten sind alles weg. Hier liegt noch mein Stativ. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und dann bin ich fertig für heute. Und dann werde ich jetzt gleich mit Felix kurz telefonieren und dann werde ich auch schon schlafen gehen und morgen kommt dann der Felix endlich wieder. Und ja, die Mail liegt auch noch hier, aber ich lasse sie jetzt noch ein bisschen schlafen. Wenn ich wieder da bin, dann kommt sie gleich ins Bett. Meine Katze möchte auch wieder Aufmerksamkeit. Ja, und das werde ich jetzt alles machen und dann hoffe ich, euch hat der kleine Vlog ein bisschen gefallen. Es war ein bisschen mehr Gelaber als sonst, aber ja, es war halt mein Tag heute.